Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei der Präsentation von Mein Waldviertel. Wir machen heute Einkornrisotto von der Familie Brenner aus Schönfeld an der Wild. Und dazu gibt es eine Beide dem Ganzen gebraten vom Waldviertler Weiderind. Ist das etwas, was bei dir im Lokal auch gibt? Ja, also Einkornrisotto gibt es eigentlich permanent bei mir. Und Rind natürlich ist auch immer ein Thema. Traditionell und doch modern, ausgewogen und doch ist jedes Buch individuell geprägt, maßgeschneidert, nicht von der Stange, um es deutlich zu sagen. Das gilt für das heutige Buch in ganz, ganz besonderer Weise. Das schwierigste Foto war eigentlich das beim Wasserfall. Der Wasserfall war an sich nicht so das Problem, aber ich hatte dann einen Schleimbeutelentzündung an meinem Knie. Und wenn man mit ganzem Studio-Equipment dann aufspazieren muss, dann ist das schwer. Und zum Glück hatte ich meine beiden Söhne dabei, die haben mich mitgeholfen. Michi hat selbst auch geschleppt. Und dann hat er noch gekocht, auf einen Stein sich ausgebreitet. Der kann wirklich überall, kann er etwas, hat doch aus der Natur, hat er noch Kräuter geholt und hat dann mit da das Gericht gemacht. Das ist der. Riecht das einfach von, hey, da steht was. Ganz wichtiger Punkt deiner Kochphilosophie, du bist offen, du bist kein Dogmatiker. Du sagst nicht, also wenn etwas nicht wirklich von meiner Haustür herkommt, dann ist es für mich nicht, kommt es nicht in Frage, damit zu kochen. Ja, nein, es macht natürlich schon Sinn, wenn man jetzt gewisse Sachen, zum Beispiel wie von Stammbauer die Äpfel, die sind sozusagen 50 Meter von mir entfernt, das macht schon Sinn, natürlich. Aber man soll sich einfach nicht verschließen, und weltoffen sein, aber es muss immer eine Basis da sein, das ist schon wichtig. Das Essen muss spannend bleiben, das muss amüsant bleiben, das muss für jeden etwas bringen, was man nicht täglich hat. Die Küche von Michael ist nicht eine lineare Küche, also ich spreche linear im Sinn, man fängt an mit der Gulasch und man weiß, in 1,5 Stunden ist dieses Gericht fertig, sondern es ist so eine Art Sampling, wie in der Musik. Vielleicht nur ganz kurz den Leo Schulmeister, bei dem möchte ich mich auch noch ganz herzlich bedanken, wenn er vielleicht nur ganz kurz zur Bühne kommen kann. Ich möchte mich auch herzlich bedanken, wie du zu mir gekommen bist als Waldviertler. Gell? Und wie du gesagt hast, du möchtest dann für sich deine Kochkunst nach außen tragen. Gell? Und du bist ein moderner Mensch, du bist für mich eigentlich ein Kochkünstler. Danke noch einmal, bitte, und wohlfühlen hier im Stilwerk. Ganz ein tolle Menschen aus der Runde. Danke noch einmal, alles Liebe.